Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Was geht ab, meine lieben Freunde? Edi Jado meldet sich um fucking 4.30 Uhr aus Berlin. Wir fliegen nämlich nach Madrid. Es wird ein Madrid-Trip. Ihr werdet dort so ein paar Kumpels von mir auch sehen, wahrscheinlich. Geht um die Icon League. Wir sind am Sonntag und am Montag, wenn ihr das seht, in Madrid und werden da ein bisschen was drehen, ein bisschen Content aufnehmen. Willi ist auch da, es ist noch ein Kumpel von mir da, wenn man 1 und 1 zusammenzählen kann, kann man sich eh, es weiß eh jeder, aber na gut, scheiß drauf. Ja, wir nehmen ein bisschen Content auf, werden zum Spiel gehen, Real Madrid gegen Almeria und ja, wir haben Bock. Icon League startet ja ungefähr erst so in 8-9 Monaten, aber wir wollen, wie gesagt, alles ganz langsam und human aufziehen, dass da wir uns auch Zeit nehmen mit allem und ja, wir haben sehr, sehr viel Bock drauf. Die ersten Teams sind schon vorgestellt worden. Ihr könnt euch mal das erste Video angucken. Und ihr könnt mal der Insta-Seite jetzt hier folgen. Es wird nämlich auch ein unterschriebenes Toni Kroos-Trikot, ein unterschriebenes Delay Sports-Trikot und mehrere Paar Fußballschuhe von Adidas hier verlost. Ihr müsst einfach der Icon League auf Instagram folgen, mir auf Instagram folgen, diesen YouTube-Kanal folgen und ein Like da lassen und halt einen Kommentar, ne? Kommentar, Like und Insta-Follow bei Icon League. Liebe. Viel Spaß mit dem Video. Ich fahre jetzt zum Flughafen mit Melina. Melina ist auch am Start. Die will sich Madrid angucken, war noch nie in Madrid. Also gut, Melina, du siehst jetzt heute schon das, ich weiß nicht, wie viele Real Madrid Spiele, wir waren ja schon mal in Champions League Real. Wie viele Real Madrid Spieler kennst du? Edi, du denkst, ich bin eine Anfängerin. Aber ich habe mich informiert. Beziehungsweise ich kenne ein paar. Sag mal. Toni Kroos. Mhm. Modric. Mhm. Bellingham. Mhm. Das ist jetzt 50-50. Vinicius. Ja, stark. Der ist der eine, den Musti so mag und Kurel. Der beste Spieler der Welt, deren Meinung? Der ganz junge. Arda Güler. Ordentlich, oder? Ist eine gute Quote. Das war's, mehr kennst du nicht? Arda Güler, Vinicius Junior, Toni Kroos, Modric. In der Abwehr jemanden? Bellingham, Abwehr. Ein Deutscher? Boah, Abwehrspieler, Moment. Toni Kroos. Ja, ich weiß, so ein Blonder. Reus. Marco Reus. Ach du Scheiße. Oh, ich muss euch das kurz erzählen. Eligello war gerade auf dem Klo, Stehklo. Komm, war ich halt pullern, kam so ein Ambulanz. Ich stell sie so neben mich, also neben dem anderen Stehklo. Guckt sie zu mir rüber, sagt, ey, was geht, Eli? Ist ja nicht viel bei dir? Also ja, auch nicht. Wohin fliegst du? Da habe ich mich erstmal mit denen unterhalten beim Pissen. Es kann sein, dass einer von denen gerade mit Puller gesehen hat. Von euch. Wenn ihr das seht, grüße ich raus. Sidney ist auch da, der guckt sich heute nämlich Madrid an. Der wollte sich unbedingt zum Spiel gegen Almeria. Auch in Santiago Bernabeu. Echt? Das ist aber geil, wir haben sogar VIP-Karten, glaube ich. Ja, das ist cool, das ist cool. Ja, Sidney ist auf jeden Fall da, der guckt sich dann Madrid an, ist wegen dem Spiel gegen Almeria da und Montag guckt er sich dann Madrid ein bisschen an, ne? Mit Melina. Du wolltest ja auch da wegen Madrid, wegen der Stadt halt. Ey, fliege ich zurück? Ja, so, wir sind jetzt im Flugzeug. Ich glaube, ich versuche ein bisschen zu schlafen. Hab kaum gepennt. Ich würde sagen, früher hatte ich echt, also nicht geisteskranke Flugangst, aber so ein bisschen. Das ist mittlerweile besser geworden, aber es ist immer wieder ein mulmiges Gefühl. Ich mag das einfach nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt. Ich weiß, es ist sicher zu Transportmittel und so, aber ich kann mich mit den Gedanken immer nicht anfreunden. Digga. Das ist ein erwachsener Mann, der sich Fortnite-Videos anguckt. So, wir sind gelandet. Salida. Salida. Ich war jetzt, glaube ich, das ist jetzt das 6. Mal oder so, dass ich hier bin. Bin schon halb Spanier, kann Spanisch wie sonst was. Salida, Ausgang. Uno Manzana. Wir fahren jetzt ins Hotel. Uno Cerveza, por favor. Was heißt das? Was? Was heißt Uno Cerveza, por favor? Ein irgendwas, bitte. Bier. Ein Bier? Ja. Ja, das kannst du natürlich. Ja, Bier. So, wir sind jetzt hier. In der Stadt, gehen kurz zu unserem Hotel. Das sieht voll geil hier alles aus, finde ich. Also Madrid ist auf jeden Fall schön. Das sieht voll oft in vielen Gegenden hier so aus. Wer auf sowas steht. Ist aber übertrieben voll. Heute ist Sonntag, ist trotzdem arschvoll. Wir suchen hier gerade was zu futtern, kriegen aber nichts organisiert. Guckt euch den Macher an. Bellegon. Jute. Dieser lockere Jute. Ah, ja, können wir machen. Lol. What?
Cannabis. Autsch. Ja, ich weiß nicht, was ist das? Kannst du kaufen? Alter, wir sind bei so einem Süßigkeitenladen, der schaut dann aber richtig rein. Jemand hier im Raum wundert sich, warum er Zahnschmerzen hat. Ja, das ist wirklich, meine Zähne sind wirklich kryptoniert. Oh mein Gott. Das ist es. Ich schwör's dir. Ich habe mir Pasta Basta 3 Kilo bestellt. Ich habe mir 3 Kilo bestellt. Wir haben Adi angerufen, weil er sich vielleicht helfen kann. Weil er hat in jedem Land, wo er ist oder Stadt, hat er eine Liste, wo er essen gehen will. Von ihm haben wir schon den einen oder anderen Laden. Auch in L.A. hat er uns den Burgerladen gesagt. Das ist verfettet, Junge. Ehrlich, das ist krass. Treff dich. Digga, es ist arschvoll. Was geht denn hier ab? Es ist ein Sonntag. Irgendwas ist da. Ja, das kann sein. Der Fanumzugstart oder wir haben übrigens erfahren, es ist anscheinend heute ausverkauft. Die Tickets waren nach 3 Minuten weg, hat mir jemand geschrieben. Weil heute irgendwie das allererste Mal anscheinend das Stadion komplett fertig sein soll. Also das erste Spiel, wo das fast komplett fertig ist. Irgendwie so, ich glaube, die letzten Wochen war es fast fertig. Also meinten die hier, keine Ahnung, ob es stimmt. Aber ja, könnte ganz lustig werden. Wie viele passen denn da rein? 90.000 oder so? 90? Ich glaube, ins neue Santiago passen, glaube ich, 90. 80? Ich weiß nicht. Das war ja vorher schon groß und die haben es, glaube ich, um 10.000 oder so erhöht. Ich weiß nicht. Irgendwas zwischen 75.000 und 90.000 wahrscheinlich. Alte Märchen, die tanzen. Que las próximas generaciones guarden Unser Informant hat uns die Läden geschickt. Goiko Burger wird's. Lass mal erzählen, wie schlecht wir uns gerade verhalten hier. Ja, also wir wollten erstmal Tapas essen gehen. Dann haben wir uns die Speisekarte angeguckt, die sah sehr verquatscht aus, muss ich sagen. Dann wollen wir zu einem Burgerladen da vorne, der war zu. Dann sind wir zum Burgerladen, der war zu. Dann sind wir zu. Wollen wir zu Subway, war auch zu. Pizza war scheiße. Dann sind wir zu einer Pizza. Da wollten wir zu. Da wollten wir zu einer Pizza. Die sah auch nicht so gut aus. Dann dachten wir uns, okay, wir gehen zu Burger King. Dann gab es da keinen Chili Cheeseburger, da habe ich das Veto eingelegt. Ja, stimmt. Dann sind wir zu KFC gegangen. Nee, dann saßen wir in einem Tapasladen drin. Das habe ich schon erzählt. Achso. Okay, dann sind wir zu KFC gegangen. Ali hat uns dann einen Laden geschickt und die Bestellung. Hätte Ali uns den Laden 2 Minuten später geschickt, wäre es die Hot Wings geworden. Und jetzt gehen wir zu einem echt guten Laden hier anscheinend. Der soll gute Burger haben. Wir sind jetzt bei dem Burgerladen, der heißt Goiko. Der soll ganz gut sein und ich sage euch ehrlich, der überzeugt mich auch bis jetzt. Also von der Aufmachung her. Du kannst hier coole Sachen bestellen, du kannst extra Soßen bestellen daneben an. Die haben so Chicken, die haben so Pommes mit so Soßen, wir machen ohne Bacon. Und die hatten, warte mal, was mich hier auch sehr catcht, wo war das? Das hier, das will ich auch unbedingt haben. So, das ist der Burger. Der sieht schon gut aus. Kann sein, dass Ali hier wieder einen aufgeschnitten hat. So, ich steppe mir jetzt hier noch ein bisschen durch Madrid. Voll geiles Wetter. Es sind so 12, 13 Grad. Die Sonne scheint die ganze Zeit. Die Leute sind hier auch so glücklich. Hier, was machen die? Die rennen nach oben. Die hey, runter da! Machen ihr Ding. Ja, wir sind hier nicht in Deutschland. Wir gehen jetzt zurück ins Hotel. Wir haben noch so 40 Minuten ungefähr, bis es ins Stadion geht. Und dann gucken wir uns den ganzen Lachs an. Wie lange hast du geschlafen? 2 Stunden ungefähr. 2,5, oder? Sowas. 2,5, 3. 2,5 Stunden ungefähr. Ich sage Prediction zum heutigen Spiel. Ich bin gegen Almeria. Almeria hat einfach 6 Punkte, habe ich nachgeguckt. Wir haben Hoffnung, dass wir Arda Güler live sehen. Ja, Arda Güler. Top. Wenn der Tor macht sogar, dann war ich live dabei. Dann habe ich das gesehen. Debüttor. Almeria einfach 6 Punkte. Die haben noch kein Spiel in der Saison gewonnen. Die haben einfach 6 Mal unentschieden gespielt und 14 Mal verloren. Melina sagt euch, der Hund läuft wie ich. Malauro, keine Ahnung. Ist das krank. Ihr seid so schlechte Menschen, ne? So, wir sind auf dem Weg. Wir fahren jetzt in Stadio Santiago Bernabeu. Santiago, oder? Santiago Bernabeu. Wir waren gerade auf dem Zimmer, fast eingeschlafen, sag ich ehrlich. Es hat nicht viel gefehlt. So, wir sind jetzt vor dem Stadion. Da haben wir den Lachs. Da haben wir den Groschen. So sieht er jetzt mittlerweile aus hier. Bisschen älter. Ja, so weiß. Ich weiß, es ist schwierig zu erklären. Man kann ja jetzt ein Bild einblenden, wie es früher aussah. Das ist aber schon ein fetter Unterschied. Und von oben kannst du zumachen. Also wie so eine Halle ist es dann. Ja, wir gehen mal zu unseren Plätzen. So, wir gehen jetzt nach oben. Oh, guck mal hier. Boah, el Estadio Santiago Bernabéu. Ich weiß nicht, wie viele hier reinpassen. Alter, Digga, wie riesig ist das? Ich bin zum ersten Mal hier, by the way. Digga, wie hoch ist das? Ist ja fast wie Camp Nou. Da oben ist das die ganze...
wieder Amerika. Ja, ich glaube, hier ist recht geil, wenn alles voll ist. Zündi hat sich eine Apfelschorle geholt. Mal gucken, wie Apfelschorle in Real heute Hallo, wieso lässt du Arda Güler nicht mehr landen? Wieso lässt der Arda nicht mehr landen? Hier, Arda Güler auf der Bank. Was ist das? Was ist das? Marktwert 15,7 Millionen. Ich glaube aber, er wird heute reinkommen, wenn sie... Ja, stopp, er wird so oder so reinkommen, egal was für ein Spielverlauf. Ergebnistipp. 7-1. 7-1. Was sagst du? Ich? 4-0. Ciao. Ich sage, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gemacht habe, ich habe Strafverzug. Ich sage 5-1. Aber ich glaube, Jude macht heute ein paar Buletten. Oder die haben 6 Punkte, die haben, die Gegner. 6 Punkte, die haben noch kein Spiel gewonnen. 6 Mal unentschieden, 14 Mal verloren. Ja, das ist er. Mein Geschäftspartner heute. Mein Geschäftspartner. Ja, ja. Toni Ocho! Toni! Toni Kroos! Das waren die alten Eli Madrista Zeiten. Laura 1.tv, jedes Spiel gesehen. Aber wo ist Pennis der Stückspieler? Hier wurde gerade eine Schweigenminute gemacht für Franz Beckenbauer. Voll cool. Ja, aber das ist natürlich nicht ein Tipp. Aber das ist hier auch so. Wertschätzen, sag ich mal. Der Mann war eine absolute Legende bei den Freunden. Digga! Die sind im Büro, Digga. Ich war auf der Abschluss. Ich hab's nicht mal gefilmt. Ich hab schon mal gefilmt. Oh mein Gott. Nach 45 Sekunden die Real 1-0 hin. Ich hab's nicht aufgehört, ich hatte mein Handy schon. Wer ist Dämpfer? Toni Kroos. Toni Kroos. Digga, du willst wirklich, dass Arda Güler kommt, ne? Ist der Typ hier, zeig mal. Ich sag mal, check ihn weg. Sie ist geil. Wir haben keinen Stürmer. Wir haben keinen Stürmer. Da brauche ich einen Strafstoßstürmer. Da drin, in der Box. Warte mal, 2-0, ich habe wieder nicht Sprung, aber das war auch random. Guckt euch die Highlights an, das kann man nicht aufhaben. Einfach einen Ball in die Mitte, er köpft zurück, auf einmal macht der Hüter einen Traumball. 2-0 hinten. Alter Schwede. Aber was war das für ein Tor? Guck dir die Highlights an, ein richtiges. Hau einfach aus dem Mist. Alter Schwede. 45 Minute, 2-0 eine Liga. Wenn es so bleibt, wäre es der erste Sieg in der Saison für eine Liga und 21. Spieltag oder so. So, Fazit zum Spiel. Ist ja jetzt Halbzeit 2-0 hinten. Ich sage euch ehrlich. Real hatte so ein, zwei Dinger vielleicht, aber keine Hochkaräter. Almeria einmal Traumform und einmal so direkt am Anfang. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, Real muss hier 17-0 führen oder so. Ne? Also da muss in der zweiten Halbzeit was kommen. Nur ein Mann, der Real Madrid noch retten kann. Nein. Arda Güler. Also wenn der Typ jetzt reinkommt und ein paar Buletten macht, das wär's. Da ist er. Hier. Feuert ab. Carlo Ancelotti hat dreimal gewechselt. Rodrigo ausgewechselt, dafür ist von Sonu drin. Ich sag, der macht eine Bulette. Die haben den man hat gemerkt, da hat ein Stürmer gefehlt vorne in der Box. Diaz ist drin, dann Garcia ist drin. Ja, also Dreierwechsel hat er gemacht zur Halbzeit. Und Tchouaméni ist als IV. Mittelfeld ist immer noch gleich geblieben. Auf von Sonus Platte. Stadion ist da. Hier gibt es gerade eine Gegenentscheidung. Wahrscheinlich gibt es Elfmeter. Das ist ein Film. Ja, Wenger, Wenger,
So, Verantwortung übernimmt Jude. Was wird das jetzt? Okay. 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 Lass dich ganz schön viel Zeit. Hat schon gepfiffen, ne? Hallo. Freunde, Kamavinga kommt rein. Arda Güler bleibt draußen. Hallo? Voll unfair. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ey, den musst du doch machen. Digga. Oh. Digga, was ist das für ein Spiel? Das ist irgendein geiles Spiel gerade, ich weiß es. 11 Minuten Nachspielzeit. 11 Minuten ist das Spiel. Das Spiel ist zu Ende. 3-2 war ein richtig unterhaltsames Spiel. Also wirklich, das war echt sehr spannend.
muss ich wirklich sagen. Kuss geht raus an Toni für die Karten. Wir haben die Karten von Toni bekommen. Morgen ist ja eigentlich der wichtige Tag. Heute ist nur so ein bisschen chillen. Ich weiß noch nicht, ob ich den Stream anschmeiße, weil die meinen zu uns, dass das Internet extrem schlecht dort ist, wo wir streamen sollen. Ist aus dem Hotelzimmer, ne? Also ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme. Wenn ihr das Video seht, werdet ihr wissen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Hause, zurück. Und morgen nehme ich euch dann auch wieder mit. Sag euch, was wir heute noch machen. Naja. Ich finde, es sieht immer aus wie so ein Dummkopf, wenn er so durch die Gegend läuft. So Teletubby. Als wäre er so besoffen. Hä? Als wäre er so besoffen, wie so ein kleines Kind, was so durch die Gegend läuft. So. Guck mal, wie der durch die Gegend läuft. Und der macht es immer. Der sieht dann auch immer so verplant aus. Hier ist es passiert, meine lieben Freunde. Hier habe ich vor ungefähr 3 Jahren die harte Wahrheit erfahren. Ich war hier im Stadion vor 2 oder 3 Jahren und so eine scheiß Geschichte. Burger King hatte so geile Wings früher. Die hatten so geile Chicken Wings. Die hatten so ein geiles Rezept. Dann kam ich hier an und habe mir richtig viele Wings bestellt. Und dann haben die mir panierte Dinger gebracht. Und ich dachte, ich bin im falschen Film. Sagst du damit heruntergelassen? Genau. Und ich dachte, okay, das ist vielleicht in Spanien so oder irgendwie sowas. Aber die waren früher dran. Die haben die Rezeptur dann übernommen in Deutschland. Burger King, bitte bringt das alte Rezept zurück. Vor 2 Jahren, genau hier, wurde ich gebrochen. So, Jello hat ein Mittagsschäfchen gemacht von 1/2 Stunde. Wir haben einen neuen Gast. Mit Wein. Ein Teamkapitän. Du hast ja kleine Nasenlöcher. Ja, das ist in unserer Generations- bzw. in unserer Evolution so gewachsen. Wir sind bei einem Sushi-Laden. Ich übernehme Verantwortung für den Sushi-Laden. Ich habe ihn rausgesucht, essen ein bisschen, sind aber alle voll im Arsch. Das ist erst 21 Uhr, aber trotzdem völlig am Ende. Morgen 10 Uhr haben wir das Shooting. Sydney nicht. Sydney guckt sich die Stadt, wie gesagt, an. Ich geh shoppen mit Willi. Ja, ja. Also Sydney ist hier wegen Madrid und Willi und ich machen hier halt Business. Ja. Aktuellen Cashflow weiter. Ja. Erster Gang. Ich weiß, wir haben verrückte Bestellung gemacht. Ist gut, ne? Wir wollen nicht, was wir hier essen. Aber das ist lecker. Mit Creme Fresh und so. Ein kurzes Fazit. Alter, das ist hier echt lecker bis jetzt, ne? Muss ich wirklich sagen. Echt ein leckerer Laden. Geht auch schnell mit dem Essen. Er kann nur nicht essen. Soll er deine Wurstfinger? Ja, du hast das nicht mitbekommen, ne? Aber ich finde das ein bisschen disrespectful. Letztens kommt Fushu zu mir und redet mit mir und will mir am Ende die Hand geben. Ich gebe ihm die Hand und er sagt, du hast ja wirklich so nasse Hände. Habe ich ihm gesagt, okay. Vercrackt ist denn das jetzt? Ja, ja. Flambier mir den Lachs. Das war's jetzt, glaube ich, vom ersten Tag, Freunde. Essen war ganz lecker. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen durch Madrid, unserem Hotel. Es ist schon sehr gechillt hier. Wie gesagt, morgen ist der wichtige Tag. Also an dem Tag, wenn ihr es seht. Heute haben wir das Shooting. Wir nehmen da ein bisschen Content auf und besprechen auch ein paar Sachen. Mal gucken, was ich euch davon dann so erzählen kann. Also wie das Turnier ablaufen soll. So ein paar Einzelheiten halt, ne? Ist ja auch erst in 9 Monaten, nicht vergessen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wir verlosen, wie gesagt, die Real-Trikots und Delay Sports-Trikots. Einfach Follower sein bei der Icon League auf Insta und bei mir auf Insta. Kommentar da lassen. Liebe geht raus, Freunde. War ein sehr geiler, aber auch anstrengender Tag. Ich bin komplett K.O. Komplett im Arsch. Ich weiß gar nicht, seit wann wir wach sind. Ich bin jetzt seit, wann bin ich gestern aufgestanden? Um 10 bis 12? Seit 36 Stunden bin ich einfach wach. Verwirrt. Nee, okay, ich habe 2 Stunden geschlafen.